Also immer ein bisschen Kabelbeton dabei haben ist nie verkehrt, Kupfer allgemein auch nicht. Ungültiges Ziel. So. Ach komm, bau es noch ein. Kann nicht verkehrt sein, so. Da gehen ja immer nur 4 Verbindungen dran. Schön, so haben wir das auch. Was brauchen wir für das Förderband? Metallplatten waren das hauptsächlich, ne? Kann das? Ja, genau, Metallplatten. Da habe ich natürlich keine dabei, war ja klar. Da gehen wir zum Schnell Metallplatten holen. Was haben wir mit dem Koppern? Haben wir eine Föß? Oh, oh. Metallplatten. Man kennt der HIV, hat nicht vergessen. Was? Was war das? Raum ist weg. Das oder die Kapazität ist doch so. Ne, eins ist leer, eins ist leer. Was sammeln? Ja, kannst du das mal zwischendurch auch machen. Ich habe eins schon nachgefüllt gehabt. Dann hatte ich nichts. Ich habe aber auch noch da. Also ich kann noch schnell auffüllen. Ja, geh auch schnell weg hier. Ja, können wir gleich bauen. Gib ihm. Ich hab 50 oder sowas eben reingezogen. Ja, jetzt, der linke hat nur 68. Ich wollte gerade sagen, ich höre so klack, 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 klack die ganze Zeit um den Kopf. Was ist das? Okay. Der baut uns hier nur die Eisenstangen, ne? Wir bräuchten eigentlich noch einen, der jetzt Metallplatten baut, damit wir schnell vorankommen und nicht immer per Hand alles herstellen müssen. Deswegen wäre es cool, wenn wir diesen Milestone freischalten, damit wir unsere Förderbänder sozusagen aufteilen oder auf mehrere aufteilen können. So, lass ihn mal weitermachen. Eisenplatten. Ich baue mir da mal so viele wie möglich, weil ich weiß nicht, für was wir jetzt kommen. So. Wir machen einen auf Rheinbraun und verlegen mal ein paar Förderbänder. Also Rheinbraun ist, für all die es nicht kennen, Tagebau, Riesenbagger, direkt bei uns vor der Haustür quasi gesehen. Jeden Tag wunderschöner Kohlestaub, herrlich. Kann man jedem. So geht Gesundheit, Freunde. Nein, da bin ich gar nicht hin. Also super weit bin ich jetzt nicht gekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich muss noch mal ein paar Eisenplatten herstellen. Wie sieht bei dir aus? Was machst du überhaupt gerade? Ich fülle das Ding da immer auf. Ah, das ist gut. Die Sammel. Eisenstangen. So, aber Eisenstangen habe ich. 31 Stück kann ich auch welche reinpacken. Pass auf. Das ist auch vielleicht schneller fertig. Sammel das immer frei. Nein, da kann ich nichts falsch machen. Kupfer fülle ich mal auf. Eisenplatten muss ich selbst erstmal für den Förderband haben. Ja, mach mal. Kann ich ihn jetzt nicht? Ah. Ach, wir haben den Platz schon. Ja, ich hab doch gerade gesagt. Hab ich nicht gesagt, ich. Na gut. Aber vielleicht hab ich nur gesagt, ich hab die reingepackt, keine Ahnung. War noch ganz viele. Erzählt doch mal, wie war bei euch denn Ostern? Habt ihr ein ruhiges Fest gehabt? Ein schönes Fest. Der Ostereier gesagt. So, ich klaue gerade alle Eisen. Ostereier. Oh.
Also, wenn Fee eine Diät macht, dürfen wir nicht mehr streamen. So einfach ist das. Nein. Das Stream hat Fett gemacht. Ach. Nein, keiner zwingt dich. Nein. Du zwingst dich selber. Also ich bin ganz stolz. Ich habe ehrlich gesagt in der ganzen Zeit so gut wie kein Süß gefuttert. Ostern. Jetzt überhaupt die Tage. Ja gut, die ne? Kinder haben dir eben verboten. Ich wollte mir einen wollte ich mir nehmen. Das durfte ich nicht. Da habe ich es so eingelassen. Wieso kann ich jetzt? Zu teuer? Ach, ich brauche Eisenstangen. Nein. Eisenstangen? Ich habe gesagt, ich brauche Eisen. Ach so, für den hier, ne? Ärgerlich. Und schon wieder laufen wir zurück. Zum Glück ist es nicht ganz so weit. Durch die Eisenstangen. Ja, mal so 10 Stücke so bräuchte ich. Wie viel sind denn hier drin? So. Pass auf, ich bau mal den Rest lege ich rein, ja? Okay. Ich werde gern vielleicht... Wo wollen wir überhaupt hin? Also hier rüber bauen, hier so, ne? Wäre vielleicht nicht verkehrt. Da kann man uns hier später vielleicht auch so eine Art Industrie-Förderbandanlage reinbauen. Ach komm, wir gehen hier rüber. So. Da kommen wir ein Stück. Und dann können wir uns jetzt hier eine Schmelzerei drauf bauen. Ach, okay. So, Hammer. Liebe gekühlte Getränke. So. Kann man die tatsächlich bauen hier? Weißt du? Ach Quatsch, Mann, das ist ja Blödsinn, ne? Schmelzerei, was ich hier gerade baue, ist so Blödsinn. Ah, mit dir. Weil. Wir müssen ja nichts einschmelzen. Wir könnten einen Konstruktor manchmal, aber. Uns Beton herstellen ist zu teuer. Da fehlt jetzt natürlich wieder Eisenplatte. 3 Stück, ja, aber ja klar. Ja, am Anfang ist ein bisschen Hin- und Herlauferei. Das gibt sich aber dann. Sobald wir die ersten Lager erbaut, die ersten Konstruktoren haben für die ganzen Sachen. Auf jeden Fall, na, Eisenstangen, Eisenplatten die ganze Zeit herstellen, dann wird es auch einfacher. Wenn wir da später dann mehrere Erzvorkommen haben, sodass wir dann auch vielleicht 2 oder 3 Konstruktoren haben, die jeweils Eisenstangen oder Eisenplatten herstellen, dann geht's ratzfatz. Also irgendwann nimmt das Spiel dann, also so, keine Wende, aber es geht schneller von der Hand. Sagen wir so, Eisenstangenbau. Kannst du mir noch so ein Konzept bringen hier? Nee, Eisenplatten, ach scheiße. Bis jetzt bin ich, ja, ganz toll. Mhm. Das hast du überhaupt nicht gesehen. Doch, doch. Was habe ich denn gemacht? Du bist gesprungen, hast dich im Kreis gedreht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe eine Pirouette gedreht. Das ist doch dasselbe. Nein, das ist voll was anderes. Ja. Kannst du also diesen kleinen Eisbrocken immer trinken? Und dann mal einen so winzigen in den Mund. Was glaubst du, wofür ich einen Strohhalm dabei habe? Die ja bald verboten, oder wie war das denn? Ich glaube doch, die wird nicht verboten, aber abgeschafft, ne? So. Sollte das nicht eigentlich schon längst passiert sein? Ich Nein. Weiß nicht. Das nur 200. Was fehlt mir jetzt schon wieder? Auch verstärkte Eisenplatten, das auch noch. Oh. Haben wir bald? Ja, nur 100 Eisenplatten, ist ja ein Träumchen. Du kannst den auch umstellen, dass er nicht mal Eisenstangen, sondern Platten herstellt, ne? Ich mach ja nur. Ich brauch noch mehr Platten. Und für die Schrauben brauche ich mehr Stangen. Obwohl, die Stangen habe ich. Der Quark ist gut. Gut, ne? Ach, bin ich froh, immer gleich in den, Fusionierer, sprich den, wie ist der andere jetzt eigentlich nochmal? Der aufteilen kann. Den Splitter haben. Hätten wir doch besser zuerst gemacht. Aber die Kettensäge haben wir jetzt nicht.
Ja, noch nicht. Aber die brauchen wir später noch. Also, ich sag mal so, nur die zwei zu befüllen geht ja relativ fix und relativ schnell. Aber wenn wir später dann die Kraftwerke bauen, davon 2, 3, 4 Stück haben, dann wirst du schon sehen, dann ist so eine Kettensäge echt Gold wert. Du gehst oben auf... Nein. Ja, da genau. Klapp. Ja, du bringst mich raus. Du bist schuld. Wie viel brauchte ich jetzt von den Dingen überhaupt? 3 von 3, wunderbar. Wir können endlich jetzt mal unseren Konstruktor bauen. What? Oh nein, jetzt habe ich ja keine Eisenplatten. Das Ding baut Eisenplatten, ne? Hast du umgestellt. Sehr gut. Nimm sie mir nicht weg, das ist meine. Immer wird mir hier alles geklaut. 10 Stück habe ich nur genommen. Ich brauche das. Ich brauche das jetzt. Für Beton herstellen, so. Nein, bleib ich hier drin. Ja, was? Da kannst du, da können wir gleich auch mal gucken, übrigens. Ja, da kann ich mal was reinschmeißen. Ich habe Elektroschnecken noch. Ja, ja. Also, da können wir uns das gleich auch mal anschauen. Soll ich das machen, reintun oder nicht reintun? Warte ganz kurz, dann kann ich das vielleicht den Zuschauern mal zeigen. Pailobeere habe ich auch noch. Eine Pailobeere? Ja, Palerobeere. Palerobeere. So, hier hätten wir unseren, unsere Analysemaschine. Darf ich die schauen? Der MAM Molekularanalyse. Toll. Du bist weggeflogen. Ja, da hat's Spaß, ne? Aber richtig, das, hast du das gesehen? Ja, hab ich. Irgendwie schon. Hab ich dich fast getötet? Mir blieb, ja, nicht fast, aber hast mal was abgezogen. Aber ich hab nicht mehr so viel Leben, aber passt schon. Hier können wir uns ein paar Sachen aussuchen, die wir dann hier reinlegen können. Dann analysiert der uns das und gibt uns ein paar Sachen frei. Ich glaube, die Elektroschnecke war ganz interessant. Hast du eine? Ja. Na, warte mal, dann pack die doch bitte rein, gehst auf Analyse starten. Dann dauert das 5 Minuten. Ich hab 2 Elektro. Ja, eine reicht erstmal. Analyse. Mach das mal. Das ist nicht verkehrt, so. Kannst du das nicht starten? Keine Ahnung. Wir gehen Analyse starten auf der Lupe unten rechts, da. Ja, gerade eben ging es, das kann ich. Ich werde weg. Das ist eine Bug, it's a feature. Es. Arbeitet da. Guck mal, da liegt. Nein, so. Oh, ab, geh weg. Schön. Ja, mach das. Ich brauch's gerade eh nicht. Kann ich denn was zusteuern? Hier, 7 Platten kriegst du auch noch. Wunderbar. Ja, langsam ernährt sich das Eichhörnchen über das, ne? So. Guck mal hier vorne, wie das jetzt hier aussieht. Nicht, dass das wieder voll läuft. Ah ja, das kommt 500 Zwischenspeicher. Immerhin. Nimm direkt mit. Ah, 30 Bomben. Dauert nicht mehr. Nee, dann bauen wir uns endlich mal unsere Förderbänder. Dann guckt ihr auch, dass wir vielleicht hier direkt eine zweite Schmelze hinbauen. Hier vorne. Halt dich doch erstmal, ess dann mal was. Dann holst du. Nö. Dann holst du mir was Süßes. Nein. Also richtig ausgiebig war das jetzt nicht, aber es reicht erstmal. Bis die Vieh nämlich wieder anfängt zu hauen im Spiel und dann ist das ganze Thema wieder durch. So. Aber du bist so weltgeflogen. So weltgeflogen? So weltgewandt, ja?
Hast du jetzt meine Eisenstangen geklaut? Nee. Du hast die Platten weggenommen. Ja, ich habe die ganze Zeit auf sie gewartet. Ja, aber Eisenstangen habe ich keine genommen. Nee, das ist ganz wild vorher. Ich wollte die da. Ich stehe hier doof und guck mir die Zahlen an. Du warst so beim Nachdenken, ob du dir Süßes holen gehst. Das war dein Problem. So. Du wusstest mir ja nicht. Richtig. So, wie sieht das aus? Haben wir so langsam 9 Stück zusammen? Nein, Gibi. Komm niemals. Komm mal ich hin. Hau dich, geh weg. Überhaupt nicht. Was? Ich gau, ne? Aber nicht gelacht. Milestone reached. Conveyor belts can und ab geht er. So, wir, ich meine, das haben wir ja gerade eben schon mal gesehen. Aber der braucht jetzt schön ab. 3 Minuten. Ja, das ist immer unterschiedlich. Wir können aber jetzt einen Splitter und einen Fusionator bauen. Wunderbar. Den Splitter braucht ihr weg jetzt. So, für den Splitter brauchen wir Metallplatten. So, Metallplatten und Kabel. Bevor die Fiese ja wieder sich alles rausklaut, klaue ich zuerst. So. Schade ist, ich gucke mal, ob jetzt sich im Update was getan hat, aber ich glaube nicht. Das ist ein Objektscanner. Damit kannst du Sachen suchen, wie zum Beispiel, das soll ich ja schon verraten. Ah, hat er die Analyse schon durch? Nee, ne? Ach, jetzt habe ich ihn ja auch gepasst. Oh, er macht es. Macht er es tatsächlich? Kann man das jetzt hier direkt aufs Band bauen? Das ging vorher nämlich nicht. So. Wir müssen natürlich die Richtung einhalten. Macht der das? Oder, nee, setzt du daneben, ne? Nee, macht das. Okay. Das ist so schön gewesen. Okay, wir müssen ein Stück Wand wegnehmen. Würde ich sagen, nehmen wir ein Stück weg. Teilen wir es hier vorne schon auf. Einer mit. Nein, komm her. Verbinden wir das Ganze direkt wieder hier mit. So, jetzt überlege ich mir ganz kurz, ob wir. Hast du schon eine Idee, wo wir später hinbauen wollen? Bis dir ist noch egal. Was? Genau. Schön, dass wir darüber geredet haben. Später, wo wir dann vielleicht unsere Fundamente setzen, wo wir den Beton brauchen. Weißt vielleicht. Ich hab nicht aufgepasst. Ach. Nö, also eine ebene Fläche oder was, brauchen wir eigentlich noch nicht, weil wir können mit dem Beton eigentlich alle schön zupflastern, wie alles wir wollen. Schön glatt machen. Ja, das ist wunderbar. Da wir schon Beton herstellen, das klappt dann auch. Ich brauche auf jeden Fall Metallplatten. Die ist nicht da, dann kann ich vielleicht rausnehmen. Die ist in der Werkbank, ne? Ja, stimmt. Da kommt er wieder. Schönes Ding, du, so. Jetzt gucken wir mal. Nein, da wollte ich hin. So, wir wollen oder brauchen erstmal eine Schmelzerei. Man könnte natürlich jetzt auch hinter der Schmelzerei den Fusionator setzen. Nein, so. Den Splitter setze ich im Fusionator, meine ich. Aber so geht's schneller an, einfach. Also man kann, glaube ich, mit einer Schmelze theoretisch auch bis zu 3 beliefern, oder bis zu 2. Ab 3 dauert das zu lange, bis das Material nachgeliefert wird. Jetzt muss ich überlegen, wir hatten noch genug Saft übrig, ne? Hab mir eben gesagt, oder? Ja, das waren noch 20 oder 40 waren noch frei. Okay. Ach, ich hab kein Kabel mehr. Ach ja, ist das nicht schön. Der Kabel müsste aber ganz gut. Ja, zumindest Kupferdraht. Kabel kann ich mir herstellen, werde ich jetzt auch. Nein. Nur einer an diese Werkbank darf ist. Wir können uns später eine zweite bauen, kein Stress. Ich bin jetzt sofort wieder weg. Ich wollte nur kurz Kabel bauen. Ruhig hier, ruhig.